Endlich ist es soweit. Es geht nach Italien. Wir haben uns ein Mietauto genommen und voll beladen. Ich muss gucken hier mit der neuen Kamera. Schon ein bisschen ungewohnt. Ja, es hat gerade so alles reingepasst. Und jetzt fahren wir ganz gemütlich nach Italien, nach San Giorgio di Nogaro. Und dann sind wir endlich wieder am Boot. Jetzt kann es endlich losgehen. Wir sind in San Giorgio angekommen, bei unserer Werft. Jetzt schauen wir mal, ob wir noch reinkommen mit unserer Karte. Es hat geklappt. Und jetzt hoffen wir, dass das Boot noch da steht, wo es das letzte Mal stand. Sonst müssen wir das auch wieder suchen. So. ja. Sie ist weg. Okay, unser Schiff steht woanders. Okay, dann heißt es jetzt einmal suchen. So, jetzt haben wir sie gefunden. Da ist sie. Das gute Stück. Ohne Wassersack, oder? Der war doch auf der Seite. Ah, da haben wir sie gut gespannt, die Persenning. Das ist schön. Dann schauen wir mal rein. Leiter haben wir schon hingestellt. Ups. Jetzt aufpassen, hier ist gleich nebendran das nächste Schiff, damit er sich nicht im Kopf andengelt. Ups. Einsteigen. Hier ist sehr warm unter der Persenning. Aber schön trocken. Wie in der Sauna. So, mache ich einen Thermometer hier unten, Andi? Noch nicht. Noch nicht. Ach, bestimmt fast 40 Grad. Puh. Andi checkt gerade soweit alles. Am Kühlschrank müssen wir gleich in Betrieb nehmen. Wir haben kalte Sachen dabei. Und jetzt gucke ich mal so kurz. Die Bauchbatterie war richtig schön voll. Von der Solarzelle und Start, da muss man mal gucken. Und das machen wir im Kühlschrank an. Also, wir hatten eine kleine Solarzelle angeschlossen, genau. Die wir nicht da waren. Das Boot jetzt genau verkehrt gestanden. Ja, klar. Ich habe das Boot war vorher so ausgerichtet, habe die Solarzelle auf Sonne ausgerichtet. Nach Süden? Jetzt steht es woanders, jetzt habe ich es quasi nach Norden gehabt. Aber sie war voll. Das hat wahrscheinlich gereicht. Ja. Ja, sieht gut aus. Jetzt werden wir ein bisschen einräumen. Und dann werden wir uns noch einen gemütlichen Abend machen. Und morgen geht's los. Mit der Arbeit. Unser erster Morgen am Schiff. Das Wetter ist super. Trocken, die Sonne scheint, nachts hat es auch nicht geregnet. Und das nutzen wir jetzt gleich aus, um unsere Vollpersenning runter zu machen. Die ist riesengroß, es sind drei große Teile. Andi ist gerade darunter zugange, löst schon hier und da. Jetzt muss er noch ein bisschen trocknen. Und dann müssen wir mal gucken, wo wir das Teil verstauen. Die bleibt nämlich immer im Boot, weil immer wenn das Boot an Land gestellt wird, wollen wir die drauf machen. Und jetzt werden wir die nachher zusammenlegen und gucken, wo wir die hier unterkriegen. Wir basteln uns gerade wieder einen Topper für unsere Achterkoje. Wir haben super schöne Polster, aber die sind knippelhart und wir schlafen eigentlich ganz, ganz weich. Jetzt haben wir uns hier so relativ dünne Topper gekauft, 6 cm haben die und haben den Bezug runtergemacht. Also wir haben 2 Einzeltopper diesmal genommen, weil wir auch hier 2 Polster haben, dass man besser unters Bett rankommt, weil da ist Haufen Stauraum. Und auf jeden Fall haben wir schon mal angezeichnet hier. Und da werden wir jetzt schneiden. Andi hat gerade das Messer geholt. Und das schneiden wir jetzt zu. Dann kommt der Bezug wieder drauf. Und den möchte ich dann entsprechend hier kürzen lassen, einnähen lassen. Dann sollte das Hand und Fuß haben. Ja. Sollte passen. Schöner Schnitt geworden. Und jetzt machen wir den Bezug wieder drauf. Jetzt haben wir die 2 Matratzentopper soweit fertig.
Probe liegen. Jetzt kommt das Spannbetttuch noch drüber. Schon wesentlich weicher. Das haben einiges weicher wie vorher, ja. Schön. Aha. Jetzt haben sie es momentan mal so provisorisch eingeklappt. Hier. Aber das denke ich mir, das lasse ich auf jeden Fall noch nähen, entsprechend zunähen. Und dann passt er hundertprozentig drauf. Dann ist kein Stoff über. Spannbetttuch. Damit unsere Fenster lange dicht bleiben, tun wir die regelmäßig fetten, beziehungsweise die Dichtungsgummis. Oh, jetzt muss ich das mal aufkriegen. Jetzt, man sieht schon, das ist dann immer ziemlich in der Zeit, wenn die Gummis so schmutzig und trocken und porös, dann muss man das regelmäßig sauber machen. Da geht dann auch immer ganz schön Dreck weg. Und dann am besten mit so technischer Vaseline, die nehmen wir zumindest, einfetten. Und dann sind sie wieder eine Weile gut und sollten dicht bleiben. Wie ihr im Hintergrund seht, die Vollpersenning ist weg. Schon zusammengelegt, erst trocken getrocknet, dann zusammengelegt und jetzt mal im Auto zwischengelagert. Und wir haben unser Bimini schon aufgebaut, weil es ist dermaßen heiß hier, also warm. Jetzt geht gerade ein schönes Windchen, das ist richtig angenehm, wenn man die ganze Zeit so arbeitet und so in der prallen Sonne. Oh, ich krieg bestimmt einen Sonnenbrand, fällt mir gerade ein, ich habe mich nicht eingecremt. auf jeden Fall haben wir Schatten gebraucht. Und dann haben wir das Bimini gleich aufgebaut. Dann können wir jetzt schön drunter chillen, wenn wir Pause machen. Also, wenn das Boot im Winterlager stand und man kommt wieder ans Schiff, hat man doch einiges zum Tun. Also man ist eigentlich tagelang erstmal damit beschäftigt, das Boot wieder herzurichten. Bei uns ist es natürlich jetzt auch so, das Boot ist ja ein anderes, also wir müssen noch viel mehr machen. Und ja, ich muss sagen, das ist schon auch richtige Arbeit. Es ist nicht nur immer so, dass man aufs Boot kommt und dann gleich zack ins Wasser und lossegeln. Mm-mm. Und der Wasserschiff muss noch gemacht werden, man will vielleicht auch mal polieren. Ja, und wie schon gesagt, bei uns ist noch eine ganze Menge anderes Zeug zum Tun. Andi schraubt gerade die Relinghalterungen an die Solarpaneele. Wir haben 3 Halterungen pro Paneel. Und die Paneele sind knapp 1,50 Meter lang. 1,43 und 53 hoch. Und die machen wie viel Watt? 160 Watt. Das sind dann 2x 320. Und ich hoffe, dass es jetzt mal reicht ohne Windgenerator, weil das Ladseil ist wirklich größer als die alten. Und vorher haben wir 240 Watt gehabt und jetzt haben wir 320 Watt. Und vielleicht mache ich vorne noch eins drauf im letzten Mal. Vorne haben wir auch noch viel Platz, vielleicht machen wir da auch noch welche drauf. Wir haben heuer nur einen Kühlschrank mit 2. Und der Kühlschrank braucht mit Abstand am meisten Strom. Und im Mittelmeer haben wir jetzt festgestellt, wissen wir ja auch, dass das Ladseil am allermeisten bringt. Meisten Strom machen. Genau, wir probieren es einfach mal ohne Windgenerator. Wobei die Silvi gerne noch eine Kühlbox für Eiswürfel hätte. Da lachst du. Erste Panel ist dran. Geht super gut. Und beim Anker kann man es so machen. Beim Segeln kann man es auch so lassen. Man kann es auch mal ein bisschen schräg stellen. Oder ganz runter. Hier kommt noch ein Anschlag rein. Auch ein bisschen nachstellen und ja, ich glaube, das ist ganz gut so. Und sieht auch super aus von außen. Sieht von außen auch gut aus. Zuerst wollte ich es so überstehen lassen, aber so ist optisch schöner. Ja, auf jeden Fall. Und stört auch weniger hier. Nicht schlecht. Und jetzt kommt dann noch das Kabel. Ja, das kommt schon das zweite. Beziehungsweise die andere Seite und dann können wir uns mit dem Kabel vergnügen. Andi hat die Solarpaneele beide dran. Und jetzt schaue ich mir das mal von unten an. Wir haben heute richtig Glück. Heute hat nämlich richtig starken Südwind. Und wir stehen hier hinter der Halle, total in Lee, total geschützt. So, schauen wir mal nach oben. So sieht das Ganze aus. Das ist die Ankerstellung. Stellung.
Sieht richtig schick aus. Fresh? Ja. Farbe passt auch ganz gut, gell? Ja, wie die Faust aufs Auge. Jetzt bin ich wieder ganz glücklich. Wir haben im Herbst das Boot in der provisorisch eingeräumt, auf die Schnelle, dass alles verstaut ist. Und ich habe überhaupt nicht mehr gewusst, wo was ist. Hat mich total krank gemacht. Das kann ich gar nicht brauchen, wenn ich nicht weiß, wo was ist. Und jetzt haben wir heute fast alles mal Zubehör, Motor, Ersatzteile etc. etc. ausgeräumt und wieder neu eingeräumt mit System. Jetzt weiß ich wieder, was wo in etwa ist. Das ist total beruhigend. Und jetzt habe ich einen Bärenhunger und Silvi kocht schon. Bei dir riecht es total lecker. Was gibt's denn bei dir? Oh, wir haben doch heute so Fleischspießli gekauft. Die mache ich heute mit Reis und Gemüse. Naja, auf jeden Fall das Boot sensationell für den Stauraum. Jetzt hast du gedacht, wir kriegen alles gar nicht unter, so richtig, aber das ist halt echt Stauraum ohne Ende, weil es so breit auch ist. Und ja, wir machen mal separat eine Bootsführung. Wenn wir mal fertig sind, dann kann man mal zeigen, was wir im Stauraum haben jetzt da. Na gut, jetzt mache ich den Rest noch fertig und warte aufs Essen. Und ein Bier, Feierabendbier. Es ist super schön wieder am Schiff zu sein, auch wenn wir momentan nur an Land sind, am Trockendock. Aber das neue Schiff, die Horizon 2, die Samim 42 DS, fühlt sich richtig komfortabel an, hat wahnsinnig viel Platz, Stauraum, ein sehr großes Bett, die Waschräume machen richtig Spaß. Machen gleich Spaß. Ja. Und wir wünschen uns, dass wir bald ins Wasser können und sind auch schon gespannt, wie sich im Wasser anfühlt, wie sich segelt. Das hat ja letztes Jahr im Herbst nicht geklappt, weil der Motor nicht lief. Aber der ist mittlerweile die Einspritzdüse revidiert, sollte alles passen. Und wir freuen uns drauf. Ja, wir wissen nicht, wann es soweit ist. Auf jeden Fall war es das jetzt erstmal fürs Erste von uns. Nächstes Video wird es bald geben. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder mit von der Partie seid. Bis dann. Ciao.